So, hallo ihr Lieben. Heute habe ich wieder einen Interviewpartner eingeladen zu unserem 10-Minute-Talk. Heute geht es um Stress und Resilienz und ich habe den lieben Alexander Hehner hier bei mir. Ich will ihn ganz kurz vorstellen. Er ist Resilienzexperte, Speaker. Er veranstaltet den No-Stress-Kongress in Basel, wo sich wirklich Experten treffen und zu diesem Thema reden, sich austauschen und natürlich auch der Otto-Normalverbraucher hinkommen kann und sich das ganze Thema anhören kann. Er war selber mit 30 Jahren im absoluten Burnout, hat den tiefsten Punkt in seinem Leben gehabt, bis zur Schlaflosigkeit, Müdigkeit, körperliche Beschwerden, Rückenschmerzen, Lustlosigkeit bis hin zum Suizidgedanken, also wollte wirklich aus dem Leben auch aussteigen, hat dann wirklich die Kehrtwende geschafft aus diesem tiefen Tal und hat dann auch gesagt, okay, ich möchte mich diesem Thema verschreiben und hilft hauptberuflich Menschen, die Stress haben, die Probleme haben, mit Stress umzugehen und die kurz vorm Burnout oder mitten im Burnout drinne stecken. Erstmal herzlich willkommen, Alexander. Hallo Daniel. Schön, dass du da bist und heute geht es ja um das Thema Stress und Resilienz. Und wir starten auch gleich mit unserem 10-Minute-Talk. Ich klicke hier auf meinen Button und los geht's. So, lieber Alexander, erklär doch mal bitte aus deiner Sicht aus, auch wirklich deine Erfahrungen, die du wirklich an dir selber miterleben durftest oder musstest. Was ist Stress und was macht Stress mit uns? Genau, also ich muss einfach noch ein bisschen präzisieren. Ich hatte nicht nur Burnout, also Suizidgedanken. Ich habe es tatsächlich versucht. War mein erfolgreichstes Scheitern. Also heute bin ich sehr froh, hat es nicht geklappt. War für mich aber wirklich der Moment, wo auch das Leben total gekehrt hat. Ich kam dann 3 Monate in die Klinik. Und erst ein paar Jahre danach habe ich dann irgendwann mir die Frage gestellt, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Also was musste passieren, dass ich wirklich mich so gehasst habe, dass ich mir das Leben nehmen wollte? Und habe unglaublich viel Spaß an dem Thema Stress und Resilienz bekommen, habe mich sehr damit beschäftigt, hatte auch großes Glück, dass ich damals in einer Arztpraxis arbeiten durfte und sehr viel über den Körper, über das Stresssystem lernen durfte. Und heute, muss ich sagen, finde ich das wirklich ein riesiges Thema, ein tolles Thema. Und wenn du mich fragst, wie ich Stress sehe, wenn ich mit den Leuten rede, sagen die meisten, Stress ist schlecht. Also, oh, ich habe Stress, das ist ganz schrecklich. Aber Stress ist nichts Schlechtes. Jedes Lebewesen hat Stress. Stress ist überlebenswichtig. Wir können sehr froh sein, haben wir ein Stresssystem. Das Problem ist, dass wir es missbrauchen. Also wir setzen es komplett falsch ein. Mhm. Weil ursprünglich ist es gedacht, wenn wir in einer lebensbedrohenden Situation sind, dass der Körper maximale Ressourcen zur Verfügung stellt, um zu überleben, sei es Kampf oder Flucht. Das wissen noch sehr viele Leute, dass es so ist. Aber wie es genau funktioniert, da hört es dann schon sehr oft auf. Und für mich ist es wirklich ein System. Also ich vergleiche es sehr gerne mit dem Backofen. Mhm. Und jeder weiß, sogar wir Männer wissen, wie man Backofen bedient. Also da hat es irgendwie so einen Drehknopf, manchmal auch 2 Drehknöpfe. Und da drehe ich dran, stelle ich eine Temperatur ein, warte ein bisschen, bis der Backofen heiß ist und dann schiebe ich einen Kuchen rein. Dann warte ich wieder und dann nehme ich den Kuchen raus und stelle den Ofen auch wieder ab. Das ist völlig logisch. Also niemand würde sagen, ich lasse dann einfach den Ofen 2 Wochen laufen auf höchster Stufe, weil vielleicht brauche ich ihn ja dann in 2 Wochen. Da würde jeder sagen, ja, dann ist er ja kaputt. Logisch. Und das ist genau das, was wir mit unserem Körper machen. Wir lassen unseren Körper auf höchster Stressstufe permanent laufen, weil wir einfach auch nicht wissen, wie schalten wir das Ding ab. Und wenn man einfach heute mal in die Gesellschaft reinschaut, was da alles passiert, dann sind das alles für den Körper potenziell lebensbedrohende Situationen. Jobverlust, Geld, ich weiß nicht, was hier abgeht in unserem Umfeld. Und der Körper reagiert mit maximaler Energie zur Verfügungstellung. Und das kann eine gewisse Zeit, aber es ist nicht auf lange Dauer ausgelegt. Und deshalb macht es Sinn, auch mit den Leuten zu erklären,
wie, genauso wie Sie den Ofen abschalten, dass wir unser Stresssystem hin und wieder runterfahren und dem Körper das Gefühl geben, ey, alles ist okay, alles ist in Ordnung, mir geht's gut, du kannst entspannen. Also aus deiner Sicht eher so, dass die Leute zu sehr in diesem Stressmuster drinne hängen, der Körper so auf Hochtouren läuft und dann irgendwann mal so wie der Name Burnout irgendwann komplett durchgebrannt ist und dann eigentlich am Boden liegt, richtig? Genau, also am Anfang hatte ich ein bisschen Problem mit dem Begriff Burnout, das war so ein bisschen ausgebrannt. Heute muss ich sagen, kann ich sehr gut mit dem Begriff umgehen, weil es gibt auch Messmethoden, zum Beispiel die Herzratenvariabilitätsmessung. Damit kann man den Stress sehr gut darstellen, weil es ist ja auch schwierig, viele Leute haben Schwierigkeiten zu definieren, wie gestresst bin ich. Da muss man den Körper schon ein bisschen spüren, das braucht ein bisschen Übung. Und deshalb ist es gut, gibt es heute Methoden, wie man den Stress darstellen kann. Und bei dieser HRV-Messung zeigt es auch so eine Art Life of Fire. Also man sieht dann so richtig die Flammen, wenn man noch Energie hat. Und wer wirklich im Burnout ist, da ist nichts mehr da, weil der Körper einfach auch keine Ressourcen mehr da hat. Und deshalb finde ich den Begriff wirklich auch das, was im Körper passiert. Wir sind permanent am Energieverbrauchen. Und was wir beim Handy auch wieder selbstverständlich machen, wenn das Handy leer ist, laden wir es an irgendeiner Ladestation. Nur bei uns machen wir es nicht. Also wir laufen permanent. Wir sind einfach viel, viel besser als Handys und Backofen, weil wir halten es viel länger aus. Aber irgendwann ist es vorbei. Und dann müssen wir uns überlegen, ja, wo hole ich die Energie her? Und auch das heißt wieder, ich muss den Körper wieder ein bisschen verstehen. Wie generiert ein Körper überhaupt Energie? Woher hole ich mir die Energie? Ja, wahrscheinlich Ernährung nehme ich mir einen großen Teil meiner Energie. Aber auch, wie ich denke, meine Gedanken geben Energie. Also es gibt Gedanken, die Energie verbrauchen. Also wenn ich mir Sorgen mache permanent, dem Körper wieder signalisiere, hey, es ist was nicht gut, wahrscheinlich verliere ich meinen Job und alles wird sich ändern, ich lande unter der Brücke. Das braucht sehr viel Energie. Und dann muss ich halt das wandeln in Gedanken, die Energie geben, wie Dankbarkeit, Lebensfreude, Zufriedenheit. Und das kann jeder. Jeder kann denken, ich bin glücklich. Nur in schwierigen Situationen mache ich es einfach nicht, weil ich denke, es passt hier nicht. Aber dem Körper ist völlig egal, ob es im Moment in die Situation passt oder nicht. Wenn ich denke, ich bin glücklich, wird der Körper auch Glückshormone ausschütten. Er kann gar nicht anders. Und so kann ich meinen Körper auch überlisten, genauso wie ich ihn überliste, zu denken, ich sterbe gerade, also ich bin in einer lebensbedrohenden Situation, kann ich ihn eben auch überlisten und sagen, nee, alles gut, mir geht's sehr, sehr gut. Also, da bin ich voll bei dir, dass heutzutage viele Menschen gar nicht mehr spüren, wie gestresst sie überhaupt sind. Das ist wie, wenn ich ein paar Tage lang wach bin, irgendwann spüre ich das gar nicht mehr. Oder Menschen, die über eine lange Zeit lang schlecht geschlafen haben, wenn die mal einen Tag wieder tief geschlafen haben, die spüren das nur, wow, wie tief kann ich überhaupt schlafen? Wie ausgeruht kann ich überhaupt sein? Und deswegen ist auch so eine Frage für mich, natürlich auch die Erkenntnis, der Körper will durch diesen Stress uns eigentlich unterstützen. Aber so für den Zuschauer draußen, woran kann er denn merken, dass er da voll drinne steckt, obwohl er vielleicht eine schlechte Körperwahrnehmung hat? Also, was sind so die Hauptprobleme, wo die Kunden zu dir kommen oder in welchem Zustand sind die Kunden? Genau, es gibt so die Klassiker, Bluthochdruck, Puls hoch. Das sind alles sehr oft basierend auf dem Stress, dass der Körper halt durch einen hohen Blutdruck, durch eine gute Blutversorgung den Körper unterstützen möchte in dieser gefährlichen Situation. Nur ist die Situation nicht da. Und der Körper braucht es im Prinzip gar nicht. Also sicher ein hoher Puls, hoher Blutdruck kann ein Zeichen sein, dass ich körperlich gestresst bin. Sicher auch, wenn man mal so auf die Gedankenebene geht, wenn ich permanent in diesem Affengeschnatter, so im Kopf passiert ganz viel, ich denke immer, ich habe so viele Probleme, mir geht es so schlecht. Das ist auch sicher ein Zeichen, dass ich sehr viel Energie
aufwenden muss dafür. Das heißt, so der Zuschauer von außen kann vielleicht bei sich zu Hause mal einen Blutdruck, Puls messen. Es gibt ja heutzutage schon wirklich Apps oder solche kleinen Adapter, die man dann auf den Finger drauf machen kann. Genau. Oder auch solche Pulsuhren, die ja sehr bekannt sind, um wirklich zu sehen, wo stehe ich denn gerade? Oder auch, wenn ich wirklich merke, der ganze Tag ist mein Kopf nur am Rattern. Das ist auch ein Zeichen davon. Super. Wir haben noch eine Minute, wie schnell die Zeit doch geht. Was? Extrem. Ja, ist Wahnsinn. Aber ich finde es auch schön, man bleibt auf dem Punkt. Was sind deine Haupttools? Was sind deine Lieblingsmethoden, wenn wirklich Klienten merken, ey, mein Kopf rattert immer, der Puls ist hoch, ich laufe auch zu hoch? Für mich das schönste Erlebnis und das tollste Erlebnis war, ich sag mal, als ich den Ein- und Ausschaltknopf des Stresssystems gefunden habe. Mhm. Und das ist die Atmung. Ich meine, das wissen die alten Kultur schon, die Chinesen, die Inder wissen das schon seit Jahren. Atmung hat direkten Einfluss auf unser Körper, auf unser Stresssystem. Und wenn man sich mal beobachtet, Achtsamkeit, auch sehr oft unter falsch verstanden, wäre eine eigene Sendung. Wenn man sich mal achtet, wie atme ich in einer Stresssituation? Das wird flach und schnell sein. Und wenn ich dann hingehe und einfach langsam und tief durchatme, 3-4 Minuten, dann kommt der ganze Körper runter, das Stresssystem fährt runter. Jetzt denken viele Leute, ja, Stress ist so komplex, das ist so wichtig und so großes Thema, dann kann doch nicht so ein einfaches Tool wie Atmen das Ganze lösen. Doch, manchmal ist es wirklich so einfach. Und weil wir es nicht mehr gewohnt sind, weil wir auch nicht geübt sind und das braucht auch nicht viel Technik, also man muss nicht in einen Atemkurs. Für meine Kunden, Klienten, Leute, die zu mir kommen, habe ich so einen Würfel, das ist ein Timer. Und meistens fange ich an, der hat hier so Zahlen und dann fangen wir an mit 5 Minuten. Auf 5 Minuten drehen und einfach mal 5 Minuten nichts machen und nur atmen, ruhig und langsam atmen. Und das ist für viele Leute, die unterschätzen das, denken, ja, 5 Minuten geht schnell, aber 5 Minuten, wenn man nur atmet und nicht, wie wir jetzt reden, kann das sehr lange sein. Und das braucht eine gewisse Übung und wenn man dann schafft, pro Tag verteilt zum Beispiel 5 mal 5 Minuten oder 6 mal 5 Minuten, einfach in diese Ruhe zu gehen, dann hat man sehr, sehr viel erreicht. Und der Körper wird, weil es einfach sein Ausschalt ist, ruhiger werden. Er hat gar keine andere Möglichkeit. Also wenn ich es schaffe. Das heißt, durch die Atmung wieder das Nervensystem zu beruhigen, in die Selbstheilung wieder reinzugehen und, sage ich mal, die Balance drinnen zu schaffen. Super. Genau. Also ich habe das ja damals, wo ich auf deinem No-Stress-Kongress einen Vortrag gehalten habe, habe ich ja erstmal diesen Würfel gesehen, was ich super toll finde. Für unsere Zuschauer da draußen, können die den bei dir kaufen? Sie können bei mir kaufen. In der Schweiz gibt es ihn im großen Versandhandel. Man findet ihn auch von meiner Webseite. Oder es geht auch jeder Timer. Okay. Die Schwierigkeit ist einfach, dass wir verlernt haben, auch die Zeit einzuschätzen. Ja. Ich glaube, und das ist so ein Trainingstool. Einfach. Ja. Was ich auch bei vielen Leuten sehe, so dieses, ich mache es später. Und dann glaube ich, ist es ein schönes Tool, wenn so ein Würfel wirklich auf dem Schreibtisch steht, zu sagen, ey, guck mal, jetzt stelle ich mal ein und jetzt mache ich einfach mal diese Atemmusik. Super, die 10 Minuten so schnell, oh mein Gott, sind wir schon davon gerast. Was ich euch da draußen, dich als Zuschauer, was ich dir noch mitgeben möchte, ich werde auf jeden Fall den Link vom lieben Alexander von seiner Internetseite unten verlinken. Ich werde auch einen Link von so einem Timer unten verlinken und vor allen Dingen kann ich dir das Buch vom Alexander ans Herz legen, wo er seine ganze Lebensgeschichte mit dem Burnout und alles mal niedergeschrieben hat. Ja. Und da kannst du gerne mal dieses Buch bestellen und reinlesen. Und manchmal hilft es uns, aus den Fehlern von den anderen zu lernen, auch zu sehen, okay, ich stehe da auch oder oh, ich bin eigentlich vielleicht noch 2 Jahre, wenn ich so weitermache, dann komme ich genau dort an, wo der Alex schon war. Oh, vielleicht sollte ich mal ein bisschen aufpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn dir dieses Format, dieses 10-Minute-Talks gefallen hat, dann schreib doch gerne in die Kommentare mehr davon und dann wird es in Zukunft viele von diesen Videos geben. Gut, lieber Alexander, ich danke dir vielmals für deine Zeit, auch wenn es nur diese 10 Minuten waren. Ich hoffe, wir hören uns, wir sehen uns bald. Und wenn du noch was sagen möchtest als Abschluss, kannst du das auf jeden Fall gerne machen. Wenn du noch als Abschluss. Danke, Daniel. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier irgendwas über Stress sagen zu dürfen. Dankeschön.
Bis bald. Bis bald. Tschüss.